In der heutigen Ausgabe der Tour Tirol besuchen wir eine Blumenwelt, die diesen Namen auch verdient. Mit Filialen in Mils und in Innsbruck bietet der Hödnerhof mit Sitz in Ebbs den Kunden ein wahres Einkaufserlebnis. Grenzenlose Vielfalt und viele kleine Accessoires und Deko-Ideen animieren den Hobbygärtner und die Hobbygärtnerin zur Gestaltung ihres Gartens. Willkommen im wunderschönen großen Hödnerhof. 21.000 Quadratmeter groß ist das ganze Areal, 14.000 Quadratmeter davon betreffen die Gärtnerei und der Mann neben mir ist der Peter, der ist für das Ganze hier verantwortlich. Peter, bei 14.000 Quadratmetern rein, was die Gärtnerei betrifft, glaube ich, hast du ein ordentliches Arbeitspensum. Ja, es gibt immer was zum Tor und es wird nicht langweilig. Auf was dürfen wir uns denn einstellen? Was werden wir alles erleben da heute bei dir? Es richtet sich ja immer alles ein bisschen nach dem Wetter, nach der Temperatur. Man schaut, wird es sonnig, regnet es oder wie wird es wieder. Und dann muss man erst einmal in der Früh schauen mit dem Gießen. Natürlich, alle Pflanzen brauchen Wasser, haben einen Durst. Und je nachdem, wie es sonnig wird, dann muss man ein bisschen mehr gießen und sonst ein bisschen weniger gießen. So, das ist meistens so die erste Arbeit. Und dann schauen wir natürlich, was am Tag ansteht und was man macht und was der Tag so bringt. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Peter, jetzt steckt die Natur natürlich voll im Saft, der Frühling ist voll im Kommen. Was sind denn so die beliebtesten Artikel der Tirolerinnen und Tiroler? Jetzt, wenn es so richtig losgeht, man merkt schon ein bisschen, es wird warm, alles sprießt und alles fängt zum Blieren an. Jetzt geht es noch langsam an, sagen wir mit der Beet- und Balkonsaison. Was da sehr gefragt ist, haben natürlich wie immer Klassiker, aber auch moderne Farben, Geranien zum Beispiel. Ein Dauerbrenner ist mit ganz vielen verschiedenen Sorten, haben Kräuter. Wofür genau steht der Hödnerhof? Für ganz viele Pflanzen und ganz viele verschiedene Sorten und natürlich alles aus eigener Gärtnerei. Eine der Aufgaben von Peter ist unter anderem das Pikieren. Was genau ist es Pikieren? Ja, Pikieren ist ganz einfach zum Erklären. Wir haben da die große Saatschale und die Pflanzen sind nicht so groß, dass sie einfach auseinander müssen und in ihren eigenen Topf kommen. Und dann nimmt man ganz vorsichtig, ein bisschen mit Liebe, ein Pflanzen raus, macht ein Loch in den Topf und pflanzt die ein. Und natürlich schaffe ich das nicht alles allein, sondern meine ganzen Damen und Herren unterstützen mich fleißig dabei. Da sind wir jetzt im Rosenhaus. Was genau blüht da drinnen außer den Rosen noch? Also das ist praktisch, wo alle Sträucher und Stauden sind, was Winter hat, sind, was man draußen im Garten einpflanzen kann. Jetzt muss ich als Laie fragen, was ist Winterhart? Ja, Winterhart ist, man pflanzt den Garten ein und kann es praktisch über den Winter draußen lassen, ohne dass der Frost die Pflanzen kaputt macht und die im nächsten Jahr im Frühjahr wieder austreibt. Blüten für Bienen und Hummeln. Bei diesem Thema, Peter, glaube ich, hat sich in der Gesellschaft eine Bewusstseinsveränderung breit gemacht. Spürst du das auch als Gärtner, dass der Hobbygärtner immer mehr bemüht ist, Pflanzen zu finden, die auch den Bienen dienlich sind? Also wir merken schon, dass einfach öfters nachgefragt wird, was kann man die Bienen Gutes tun, was kann man pflanzen, damit man die Bienen ein bisschen unterstützen kann, weil es muss ja nicht gleich jeder ein Bienenvolk im Garten haben. Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Hinter mir haben die Rosen, die müssen noch ein bisschen wachsen. Dann kommen sie ins Rosenhaus und dann geht's richtig rund mit dem Blühen. Hinter uns ist genau jene Kräuterart, die eben gerne als Diva oder Grazie bezeichnet wird. Das Basilikum, Peter, ist jetzt für mein Hochbeet nicht sonderlich geeignet. Das Basilikum lag lieber ein bisschen an warmen, geschützten Platz. Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Es gibt aber nicht nur Basilikum, ist gleich Basilikum, sondern Zitronenbasilikum und Rotes und Thai-Basilikum, aber auch Strauchbasilikum. Und das Strauchbasilikum, das ist ein bisschen robuster und kann man sogar ins Hochbeet pflanzen. Every moment.
So, nach dem Aussagen geht es so weiter. Wir haben einen kleinen Zeitraffer vorbereitet. Wir sahen das aus. Nach 2 Wochen weiter sieht man schon die Kloren. Nach 4 Wochen wird es schon ein bisschen größer. Dann nach 6 Wochen und nach 8 Wochen endlich können wir es ernten. Jetzt habe ich zu Hause ein nagelneues Hochbeet, das nur darauf wartet, Peter, bestückt und bepflanzt zu werden. Was würdest du mir denn empfehlen? Was natürlich gut geht, sind Tomaten und Paprika oder auch Gurken, aber das ist nur ein bisschen gefährlich mit Kalt. Aber sehr gut geeignet sind Kräuter. Kräuter alle möglichen Sorten, zum Beispiel Petersil und Schnittlauch, die Klassiker, aber auch Exoten kann man gern mit einpflanzen. Ist es wahr, dass man Petersil und Schnittlauch nicht nebeneinander pflanzen soll? Ja, das stimmt. Man pflanzt einfach was anderes dazwischen. Ein Meer an Beet- und Balkonblumen, auch für Terrasse und Garten geeignet. Und Peter, alles, was wir da in diesem Glashaus sehen, sind waschechte Tirolerinnen und Tiroler. Genauso kann man es bezeichnen. Die sind alle in Tirol gewachsen und es ist eine richtige Gaudi. Man kann die Pflanzen richtig beim Wachsen zuschauen in unsere Gewächshäuser. Der neue ist da. Unser Katalog von der Blumenwelt Hüdenhof. 2 Kataloge gibt es auch beim Hüdenhof. Zum einen gesund und gut, das betrifft natürlich die Lebensmittel. Und in der Blumenwelt geht es um Blumenstauden, Rosengehölze, vor allem auch um die Eigenproduktionen vom Hüdenhof. Viele Tipps und Tricks der Mitarbeiter finden sich in diesen beiden Katalogen.